So, nachdem ich diese ganzen Tests gemacht habe, gibt es jetzt noch eine andere Möglichkeit, und zwar, dass man sagt, der Drucker übernimmt das komplette Color Management. Dazu macht man das eigentlich so, dass man einmal im Monat diese drei Farbprofilseiten den Drucker ausdrucken lässt. Ich habe dafür dieses Clairefontaine DCP-Papier, nehme ich das leichte. Das ist ein bisschen hochwertig und hat so eine leicht glatte Oberfläche. Damit bekommt man schon mal gute Farbkalibrationswerte hin auf dem Papier, das man selber schon mal ausgewählt hat, wo man eigentlich fast nur die Grammaturen dann ändert, aber die Oberflächenstruktur ist bei allen Papieren fast gleich, beziehungsweise die ist gleich, aber die Papierstärke ist halt unterschiedlich. Und wenn man sich eigentlich schon mal auf das Papier geeinigt hat, dass man auf dem Papier sozusagen das, was man verwenden möchte, das Color Management macht, indem man den Drucker das einfach mal drucken lässt, diese ganzen Farbskala-Werte, da werden drei Seiten ausgedruckt. Das Schema ist ja nicht doof, dass man den Drucker sozusagen diese drei Farbprofil-Skala-Seiten ausdrucken lässt. Dann schiebt man das in den Scanner rein des Druckers. Der Drucker scannt genau diese Seiten wieder ein und erstellt sozusagen sein eigenes internes Farbprofil. Und dann kann man am Ende, kann man dann sehen, before calibration, after calibration, wie es aussieht. Das kann man dann vergleichen. Wenn man das regelmäßig macht, einmal im Monat, gut, man kann es auch übertreiben, dass man es jeden Tag macht, oder andere machen es, Druckereien machen es, glaube ich, einmal die Woche oder fast täglich oder alle paar Tage. Wahrscheinlich, weil das Vertrauen immer mehr nachlässt an die Softwarepolitik, kann man das natürlich auch alle 5 Minuten machen, aber ich mache es halt einmal im Monat, oder wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wurde, mache ich es wieder. Das gleiche kann man dann noch für die Kopierfunktion machen des Druckers. Und dann, wenn man das gemacht hat und mit den Werten zufrieden ist, dann kann man sozusagen das alles, schaltet man die Adobe Software Color Management schaltet man ab und das Apple Color Management schaltet man ab, und man lässt bloß noch den Drucker den Job machen. Ne? Also es geht dann bloß noch um diesen Color LCD Profil, das schon angelegt ist. Also ich glaube, also da muss man schon ziemlich alt werden, bis ein hochwertiges Color LCD so eine Farbwerteverschiebung hat. Ich glaube, da müsste ich jetzt ein paar hundert Jahre, glaube ich, müsste ich jetzt leben, bis sich da mal die Farbskala-Werte verschieben, so derart, dass es gar nicht mehr stimmt, kommt eher selten vor. Also wenn man ein hochwertiges Display verwendet, und Apple ist eigentlich eher, also zumindest der ehemalige Chef wollte immer Qualität verkaufen, hat darauf geachtet, dass da wirklich auch Qualität verbaut wird in den Geräten. Und die wollten das Thema eigentlich total vereinfachen. Deswegen geht es jetzt eigentlich dann nur noch um dieses Color LCD, was ab Werk so eingestellt ist. Und dieses Farbprofil, was der Drucker jetzt selber erstellt hat, ne? Also hier wird sich ja nicht viel Farbwerte ändern, deswegen müsste man jetzt hier nicht jeden Tag irgendwie einen Farbkalibratorsensor draufkleben auf den Schirm, um die Werte nachzumessen. Da kann man sich schon ziemlich
gut drauf verlassen und jetzt sagt man sozusagen in der Software, schaltet man das sozusagen alles ab und man sagt dann der Software nur noch, jetzt lässt ihr den Drucker das machen. Ne? Das geht dann so, dass ihr das in Output, ihr legt alles in RGB an, lasst alles so wie es ist. Und dann bei Color Management sagt er bloß noch, let PostScript Printer determine color, colors. Ne? Dann nimmt er noch hier Preserve CMYK Numbers, das checkt er noch an. Dann, also das ist halt das Lieblingsthema immer, boah, Printerprofile erstellen. Ne? Da ist man dann auch gut beschäftigt, weil für jeden Anwendungsbereich, den man jetzt für CDs braucht man bestimmtes Profil-Setup. Ich will das nicht jedes Mal einstellen. Jetzt gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass man, wie ich hier eingestellt habe, Color Sync, das geht über, da sage ich sozusagen InDesign und Apple darf die Farben vermanschen. Und bei dem Printerprofil sage ich sozusagen, da darf bloß noch der Drucker darf die Farben so hindrehen, dass es dann auch passt. Ne? Dann wird hier sozusagen unter Color Matching wird das in Printer ausgewählt. Da schaltet man sozusagen die Color Sync Funktion, die Apple Color Sync Funktion schaltet man ab. Dann gibt es noch die Xerox Features, da muss man in das Advanced. Und dann hier Use Printer Halftones, da sagt man dann Allow Printer to Manage Halftones und Allow Printer to Manage Spot Colors. Ne? Was, ja, Offset, was, No Offset. Das habe ich nicht so ganz verstanden, das Offset, also man kann das ja nicht alles tausendfach alles durchtesten. Das habe ich auch schon alles durch, also das habe ich jetzt mal getestet. Da sieht der Farbwert sogar noch einen Tick besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht man. Das ist LED InDesign und Apple Color Sync Determine Colors. Das ist die hier, der Ausdruck. Und der Ausdruck ist LED Printer Determine Colors. Und man sieht schon, also jemand, der so ein bisschen Farbempfinden noch hat, viele haben das nicht mehr mit ihren All-White Designer-Möbeln heutzutage nur noch, sieht man eigentlich schon, dass das eigentlich der bessere Ton ist. Der kommt eher dahin, wo er hin sollte. Eher in so eine bräunliche Richtung, Erdfarbenrichtung, als in so eine Grautonrichtung. Da ist, wie gesagt, da ist ein bisschen, da ist der Cyan-Wert irgendwie einen Tick zu hoch. Da muss noch ein bisschen, hier stimmt so der Magenta- und Gelbanteil ist hier wesentlich besser einstudiert worden. Aber leider muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn man dann sagt LED Printer, der macht dann immer noch so einen komischen, fiese Fritzelpimpel da rein. Warum das? Kann ich euch jetzt wirklich nicht sagen, das können euch die Softwareentwickler besser beantworten, das dürfte da gar nicht drin sein. Aber so vom Farbton her sieht man, von der Farbtemperatur her, dass der Ausdruck schon einen Ton wärmer ist als der obere. Und das scheint also jetzt doch eigentlich schon mal ganz gut zu funktionieren, dass man sieht, irgendwie, wenn man jetzt einfach nur den Drucker denkt, das ganze Color Management machen lässt, auf dem Papier, wo man es dann auch wirklich ausdruckt. Man kann sich zwar im Internet lauter Profile runterladen oder auch nicht. Ich habe keine gefunden für die Clairefontaine DCP-Papiere, für eine Xerox-Maschine. Und so macht dies die Xerox-Maschine sozusagen selber. Man nimmt das Papier, das, auf dem man drucken möchte,
eigentlich sollte man da stinknormales Plain Paper hernehmen. Aber ich habe jetzt hier, wie gesagt, dieses Clairefontaine DCP-Papier, Designer-Papier hergenommen. Das hat schon so eine etwas glattere Oberfläche. Und ich habe jetzt auch nicht mehr meine komischen, nachdem ich die Toner-Kartuschen alle geändert habe, habe ich diese ganzen Farbverschmierer da nicht mehr drauf. Das hat, wie gesagt, mit den Tonern zu tun, wenn man sich diese Billigtoner von anderen Herstellern da reinklatscht in die Maschine, dann kommen hier diese blöden Farbschmierer. Die Dame von Xero Vision, die sagte mir, die knallen nur diese Toner-Dinger da rein, aber ich habe es, wie gesagt, getestet und nur der Originaltoner verursacht keine Schmieren und Schlieren und Schmierflecken hier. Das geht nur mit Original Xerox Toner. Wie gesagt, das war ja auch ein gutes, teures Investment, sich diese ganzen Verbrauchsmaterialien mal neu zu besorgen. Jetzt habe ich wenigstens mal diese Schlieren da wegbekommen. Insbesondere hier in der untersten Reihe, nachdem ich jetzt nur noch Xerox Original Toner verwende. Und jetzt, wie gesagt, habe ich mal diese Druckerfunktion getestet. LED Printer Determine Colors. Das kommt noch farbtonechter hin. Jetzt habe ich euch kurz erklärt, wie das gehen würde. Also ihr seht, man muss tausende von Einstellungen machen, unheimlich viel nachdenken, wie man was einstellen muss, damit sich die ganzen Settings und Einstellungen, die man da einstellen muss, sich nicht gegeneinander wieder aushebeln, wenn man es falsch eingestellt hat. So kann man das dann machen. Das habe ich auch mal durchgetestet. Das ist aber schon ein erheblicher Unterschied. Deswegen würde ich das mal so lassen, wie es ist. Und wie gesagt, das sind die zwei wichtigsten Punkte. Und dann hier, oh, lauter Dropdowns und dann Color Matching in Printer, ne? Das müsst ihr dann einstellen und dann hier noch LED Postscript Printer und dann Preserve CMYK Numbers. Also ihr seht, man muss schon viel einstellen und rumtesten und Farbprofile erstellen, bis Printerprofile erstellen, bis man sich da mal durch gebissen hat, so wie es jetzt bis jetzt geht's. Ist es jetzt endlich mal. Gegessen, das Thema, ne? Also man will ja einfach nur. Also sowas ganz Einfaches eigentlich, ne? Also sowas auf Papier haben, ne? Damit es. Möglichst. Ähnlich gleich aussieht. Ne? Also ich kann das jetzt noch mal. Das ist natürlich an dem Licht hier ganz beschissen. Kommt jetzt gerade viel zu dunkel rüber, aber also jemand, der sich so ein bisschen mit Farbmanagement beschäftigt, also der wird schon bei dieser kleinen da Nuance einen Unterschied feststellen. Für den sind das schon Welten, die zwei Dinger hier. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wirklich ein farbbegeisterter Designer, der das schon seit 30 Jahren macht, der sich einfach nur wirklich eine ganz einfache Farbmanagement-Funktion wünscht, wo man einfach nur das, was man dann später in den Händen hält, so möglichst nah wie irgendwie möglich an das Farbmonitorergebnis rankommt. Ne? Das ist schon eher eine hohe Kunst. Also für jemanden, der das interessiert, ist es ein gutes Tutorial, um irgendwie herauszufinden, woran was nicht ganz stimmen, parken könnte. Aber es ist schon sehr
Also wie gesagt, Softwareentwickler, das merkt man, also das ist wie gesagt hier ColorSync und Adobe, Apple und Adobe, die die Farben managen, damit sie dann auf dem Papier richtig gut rüberkommen. Und das war jetzt, wie gesagt, der Test. Ich lasse jetzt mal den Drucker entscheiden, was du jetzt mit dem Farbmanagement machst und wie du damit umgehst, nachdem du den Drucker kalibriert hast. Vorher natürlich, nicht hinterher, das muss man vorher machen. Aber so von der Thematik her ist es natürlich, das ist eine sichere, die sicherere Variante, ne? Also wenn ich jetzt Software, mich jetzt nur auf Software verlassen würde, würde ich sagen, aber jetzt hat man sozusagen den Vergleich, ja, nehme jetzt genau das Papier, was ich haben möchte, ich lasse da mal den Drucker die ganzen Farben aufdrucken, dann lasse ich den Drucker die ganzen Farbwerte wieder einscannen, dass der Drucker das intern vergleichen kann, den Scan, also das, was er selber ausgedruckt hat, lasse ich den Drucker dann selber wieder einscannen und dann kann er die Farbwerte vergleichen und dann selber ein Farbprofil erstellen. Und mich interessiert bloß noch das, was ich am Monitor sehe und hinterher lasse ich den Drucker den ganzen Job machen. Also das sind so die zwei unterschiedlichen Ansätze. Das obere ist Apple, ColorSync und Adobe und das untere ist die Xerox-Maschine macht den Job. Aber leider, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist, warum die da immer noch so ein Fitzelfitzel da reindrucken. Gut, das soweit dazu. Ne? Mal kurz erklärt, so ein paar Druckdialog, da muss man schon drauf achten, was man einstellt, weil bei so vielen Einstellungen, wenn man nicht weiß, wie man es einstellt, dann hebelt die eine Einstellung, hebelt wieder die andere aus und dann geht es wieder nicht und man ist sich wieder nicht sicher. Also ist schon nicht einfach. Ne? Aber es war jetzt mal so eine kurze Erklärung, mit was man sich so beschäftigen kann den ganzen Tag.